Herzlich willkommen zu einer neuen Version vom Klappstuhl, der Talkshow für junge Leute. Wir sitzen heute an einem ganz besonderen Ort und zwar am Fuße des Fernsehturms im Head and Grow Shop Udopea. Ich habe bei mir Steffen Geier. Er ist Hanfaktivist und Autor, sitzt zu meiner Linken. Zu meiner Rechten sitzt Max Pöppels, Landessprecher von der Jungen Union Berlin. Heute geht es um das Thema Drogen. Die Drogen sind in Deutschland seit 40 Jahren illegal, das heißt Cannabis und alle harten Drogen. Trotzdem kommt immer wieder sehr viel Bewegung in diese Debatte und wir fragen uns heute, warum. Ist Kiffen so schlimm? Der politische Druck kommt eher daher, dass man diese Debatte nicht möchte. Das fällt den deutschen Politikern immer schwer zuzugeben, dass sie vielleicht gestern falsch entschieden haben könnten. Und ein Verbot, das jetzt schon 4 Jahrzehnte mitgeschleppt wird mit all den Kollateralschäden und Kosten, die es verursacht, ergebnisoffen zu diskutieren, das ist der schwarz-gelben Regierung offensichtlich nicht möglich. Gut, Steffen Geier sagt, vor 4 Jahrzehnten wurde falsch entschieden. Ich nehme jetzt einfach mal an, Max Pöppel sieht das anders. Naja, ich denke, dass wir eine ganz gute Gesetzgebung grundsätzlich haben, dass man vielleicht Details ändern kann oder auch vielleicht müsste, ist richtig. Dennoch spricht sich natürlich die CDU als auch die Junge Union dafür aus, das bestehende Gesetz so zu lassen, wie es ist, grundsätzlich. Das heißt, dass auch Cannabis wie alle härteren Drogen verboten bleiben. Was ist euer Argument? Warum? Naja, erstmal denke ich, muss man nicht darüber diskutieren, dass Drogen gefährlich sind, süchtig machen, nicht nur süchtig machen können, sondern einfach auch süchtig machen. Es gibt sicherlich einen Unterschied, einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen Cannabis und Heroin oder Kokain. Dennoch sehe ich aber auch so, dass im Bundestag es momentan keine parlamentarische Mehrheit gibt für eine Cannabis-Legalisierung. Und es würde sich, glaube ich, aus meiner Sicht auch nicht ändern, wenn es eine rot-grüne Bundesregierung gäbe. Da würde ich auch nicht sagen, die Mehrheit der SPD ist, glaube ich, auch nicht dafür. Wir haben seit 40 Jahren Verbote für Rauschmittel, also ich sage bewusst nicht Suchtmittel, weil ich diesen Schluss, wer Drogen konsumiert, wird süchtig, nicht sehe. Jeder Wissenschaftler wird dir da widersprechen. Die überwiegende Mehrheit, mehr als 90% der Leute konsumieren Cannabis, ohne Abhängigkeiten zu entwickeln. Sogar Heroin und Kokain haben geringere Abhängigkeitszahlen als Nikotin zum Beispiel. Nikotin ist mit Abstand das Rauschmittel, das die meisten Konsumenten zu Abhängigen macht. Insofern geht es bei unserer Politik offensichtlich nicht darum, Schaden abzuwenden. Es gibt ja doch Statistiken auch, die jetzt immer wieder erhoben wurden und zuletzt zum Beispiel natürlich der Deutsche Drogen- und Suchtbericht, aber auch von der Weltgesundheitsorganisation, wo festgestellt wurde, dass Cannabis im Vergleich zu Alkohol, Zigaretten und natürlich zu Heroin und Kokain, das ist ja nun nicht überraschend, aber auch im Vergleich zu Alkohol und Zigaretten als die am wenigsten gefährliche Droge gilt. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann ist es ja trotzdem überraschend, dass die Politik auf solche Dinge nicht reagiert. Ja. Wie argumentierst du da? Also ich denke, dass wir eine sehr lange Kultur, muss man ja fast schon sagen, haben von legalen Drogen. Dazu gehören natürlich Alkohol, Nikotin, vielleicht sogar auch Koffein. Jetzt noch ein weiteres Feld aufzumachen mit Cannabis. Ja, also ich stimme zu, dass ein Kiffer, salopp gesagt, ist weniger aggressiv oder kaum aggressiv. Jemand, der Alkohol trinkt, sind viele Menschen aggressiv, schädigen auch ihre Umwelt. Ja, ein Kiffer sitzt eher in der Ecke und freut sich seines Lebens so ein bisschen und schädigt sich primär selbst damit. Und Alkohol, wie soll ich sagen, jemand, der viel Alkohol trinkt, der kann auch seine Umwelt schädigen. So. Und deswegen finde ich nicht, dass man ein neues Feld aufmachen sollte und sich noch eine neue Droge legalisiert und neue Problemfelder aufmacht und so weiter und so fort. Steffen, rechtfertigt das. Wenn ich da mal einhaken darf, mich stören jetzt erstmal zwei Sachen. Zum einen dieser ewige Spruch von Alkohol und Nikotin sind ja unsere Kulturdrogen und sowas. Dabei wird völlig ignoriert, dass die Leute, bevor Christoph Kolumbus den Tabak nach Europa gebracht hat, schon 5.000, 6.000 Jahre Cannabis konsumiert haben. Bevor Alkohol konsumiert wurde, haben die Leute schon gekifft. Das ist die viel stärker kulturell integrierte Droge. Insofern ist das schon ganz offensichtlich ein ideologisches Gesetz. Es hat keinen medizinischen Anspruch, es hat keinen wirklichen politischen Motiv über das, wir müssen dieses Gesetz aufrechterhalten, weil wir es schon immer so machen, hinaus. Aber du willst doch nicht
sagen, dass Cannabis oder dass das Rauchen, das Kiffen eine gesundheitsfördernde Angelegenheit ist. Sag mir nicht, dass Zigarettenrauchen das auch nicht ist, aber wie gesagt, sich was dazu holen, neue Probleme sich ins Boot zu holen und jetzt das zu legalisieren und auch den Jugendlichen und den vielleicht auch so Kindern, die beschäftigen sich ja immer früher mit solchen Themen, zu sagen, ja, staatlicherseits, super Sache, mach ruhig, ist in Ordnung, wir verkaufen das in staatlichen Headshops oder wo auch immer oder Coffeeshops. Also das halte ich für eine gewagte These. Ich meine, es ist ja schon so, dass das Cannabis das menschliche Gehirn und auch den Körper schädigt und auch, es gibt da einiges, was man an gesundheitlichen Themen durchaus anführen kann, warum Cannabis eben nicht Daumen hoch, wir finden es gut, nehmt es ruhig alle, so nach dem Motto. Ja, Legalisierung ist ja nicht, wir schaffen einen neuen Markt und ab sofort muss jeder losgehen und kiffen, sonst kriegt er vom Staat... Ein sehr großes Signal. Ja, Legalisierung heißt, hey, wow, warum denn nicht? Für die Jugendlichen, logischerweise. Um auf den Vorwurf zurückzukommen, es wird immer so getan, als würde die Legalisierung da einen neuen Markt aufmachen, aber wir haben 4 Millionen Konsumenten. Das ist nicht so, dass das Verbot dazu führt, dass weniger Leute kiffen. Es ist nicht so, dass das Verbot dazu führt, dass von Cannabis weniger Gesundheitsgefahren ausgehen. Es gibt keine Qualitätskontrolle auf dem Schwarzmarkt. Es gibt keinen Jugendschutz auf dem Schwarzmarkt. Warum gehen die Zahlen der Kiffer dann scheinbar zurück, weil es uncool ist oder geworden ist? Oder deswegen? Es ist immer noch so, dass jeder zweite 18-jährige Cannabis-Erfahrung gesammelt hat. Wenn das Verbot tatsächlich funktionieren würde, müsste das ja eine marginal kleine Zahl geworden sein nach 40 Jahren und mit dem immensen Aufwand, den das betrieben wird. Nun ist es ja so, dass Cannabis in der Bundesrepublik seit 2011 zumindest als Medizin toleriert ist, wenn ich richtig informiert bin. Wir haben in Deutschland aktuell so um die 60 Patienten, die per Ausnahmegenehmigung, für die gilt dann das Gesetz sozusagen nicht mehr, natürliches Cannabis benutzen dürfen. Wir haben aber hunderttausende Schmerzpatienten, die davon profitieren können. Wir haben zigtausende Krebs- und AIDS-Patienten, die davon profitieren können. Wir haben jede Menge Multiple Sklerose, Spastiken, epileptische Anfälle. All das sind Leute, die davon profitieren könnten. Aber die Bundesregierung macht dann halt so scheibchenweise eine Politik. Jetzt wird ganz groß gefeiert, wir haben wieder einen Schritt Richtung Cannabis als Medizin gemacht. In Wirklichkeit darf bloß eine Firma ein Medikament herstellen, das nur für Multiple Sklerose-Kranke zugelassen ist. Also von einem freien Medizinmarkt kann da keine Rede sein. Wie siehst du das, Max? Wie Cannabis als Medizin, wäre das für die junge Union legitim oder sagt ihr ganz straight, Cannabis ist ein absolutes No-Go? Ich glaube, momentan gibt es dazu keinen offiziellen Beschluss, ob jetzt Medizin, ob man jetzt Cannabis als Heilmittel einsetzen sollte. Ich persönlich, auch aus meinem persönlichen Verständnis heraus, aber auch wie ich die Situation auch in meinem Landesverband einschätze, denke ich schon, dass wir für jegliche Substanzen sind, die Menschen erstmal auch medizinisch helfen können. Also natürlich muss man Kranke versorgen, man muss Kranke heilen und wenn dazu Cannabis notwendig und medizinisch sinnvoll ist, warum sollte man das nicht machen? Also ich meine, das ist eine logische Schlussfolgerung für mich. Kommen wir doch mal zu einem anderen Punkt als jetzt diesem medizinischen Aspekt oder auch dem Gesundheitsaspekt. Sprechen wir mal über das Thema Kriminalität. Die 260.000 Strafverfahren, die wir in Deutschland pro Jahr haben wegen Drogendelikten, die gäbe es nicht, wenn die Drogengesetzgebung eine wäre, die Konsum akzeptiert und tatsächlich Missbrauch bekämpft und nicht Gebrauch bekämpft. Nach 40 Jahren und jährlich steigenden Budgets für die Anti-Drogenbekämpfung und trotzdem wachsenden Konsumentenzahlen ist auch der verbohrteste CDU-Politiker clever genug zu erkennen, dass das nicht funktioniert. Du unterstellst sowas, dass sie es wissen, heißt ja, dass sie im Grunde, erkannt haben, dass es falsch ist, was sie gemacht haben und es trotz besseren Wissens falsch machen, sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass sie das tun, sondern ich denke, dass sie nach wie vor der Überzeugung sind, dass es so momentan besser ist als die Szenarien, die vorgeschlagen werden. Das denke ich eher. Ja, also nicht, dass sie es wissen und trotzdem falsch machen und darauf beharren, Hauptsache wir können die Jugend ärgern, indem wir ein paar junge Erwachsene irgendwie in Strafverfahren anhängig machen. Ich glaube, darum geht es nicht. Wir geben weit mehr für die Bekämpfung von Betäubungsmitteln aus als für Kindergartenplätze oder solche Sachen. Da stimmt doch was nicht, da sind doch die Prioritäten falsch gesetzt. Würde es Kindern nicht viel mehr helfen, wenn wir ihnen vernünftige Lehrer, vernünftige Schulbedingungen oder sowas geben, wenn wir das Geld sparen, was wir in Repressionskosten stecken und stattdessen in Bildung investieren? Sagen, raucht nicht, kifft nicht, genau, trinkt nicht. Präventionsarbeit, nicht Repressionsarbeit. Das ist natürlich komisch, wenn du auf der Hanfparade rumläufst und als Mitinitiator bist, das ist doch schon
ich sag mal, eine Kifferkultur letzten Endes. Oder also im Endeffekt gehen doch Leute hin, die dort die Cannabis rauchen, die es wahrscheinlich regelmäßig rauchen, die auch für die Legalisierung sind und so weiter und so fort. Und wenn du dann jetzt sagst, na, ich bin eigentlich dafür, dass wir den Kindern sagen, kifft nicht, raucht nicht, trinkt nicht, dann ist es irgendwie so ein bisschen komisch, oder? Eigentlich findest du es ja eigentlich ganz gut, dass man raucht, oder? Ich sehe nicht Leute auf die Handparade, weil sie gerne rauchen, sondern weil sie sehen, dass das Verbot scheiße ist. Man muss ja nicht Baum sein, um sich für die Erhaltung des Regenwaldes einzusetzen. Deshalb muss man auch nicht Kiffer sein, um sich dafür einzusetzen, dass das Hanfverbot aufgehoben wird. Und wir haben auf der Hanfparade genauso viel Eltern, Angehörige, Lehrer von Cannabiskonsumenten. Wir haben Politiker, zum Beispiel Ströbele, der von sich selbst sagt, er hat noch nie irgendwas konsumiert. Und die sind ja auch typisch für die Leute, die auf die Hanfparade gehen. Das sind da primär Leute, die erkannt haben, dass das Verbot scheiße ist. Ob die konsumieren oder nicht, haben wir noch nie jemanden gefragt. Vielen Dank, das nehme ich jetzt als perfektes Schlusswort und sage, es war ein nettes, aufschlussreiches Gespräch. Wir werden sicherlich immer wieder über diese Themen diskutieren in Deutschland und in Europa. Wer weiß, vielleicht kippt irgendwann das Gesetz. Kein falsches Verbot besteht ewig. Auch das Cannabis-Gesetz wird fallen, genau wie die Sklaverei und die Ungleichbehandlung der Frauen und Kinder, genau wie häusliche Gewalt und sowas. Kein falsches Verbot besteht ewig. Wir werden zu unseren Lebzeiten noch legal Cannabis konsumieren und erwerben dürfen. Ich möchte sagen, du bist ein wunderbarer Lobbyist in deiner Sache. Machst du wirklich gut, ehrlich. Du hast die Macht, bleib für euch am Ball. Vielen Dank.